Ja, um es ganz schnell zu machen, wie schon vorhin gesagt, beim Reinheitsgebot, wir haben ja unsere vier Rohstoffe. Das heißt, wir kriegen das Malz ja angeliefert, schroten das. Das geschrotete Malz wird dann in einer Sudpfanne mit Wasser vermischt, dass es dann unsere Maische ist. Die Maische wird bei bestimmten Temperaturen gehalten. Die wichtigste ist 72 Grad, weil bei 72 Grad der Stärkekörper vom Gerstenkorn umgewandelt wird in verkehrbare Zucker. Danach kommt die Maische in den Läuterbottich. Beim Läutern werden die festen vom flüssigen Bestandteile getrennt. Die Bierwürze läuft durch den, wir nennen das dann Treber, durch den Siebboden wieder zurück in die Sudpfanne. Es bleiben zwei Stoffe übrig. Zum einen der Treber, der zweite Stoff ist eben die sogenannte Bierwürze. Da kommt dann der Hopfen dazu. Die Bierwürze wird dann bei 100 Grad mit dem Hopfen eine Stunde gekocht. Danach wird die Würze runtergekühlt von 100 auf, ich sage jetzt einfach mal 12 oder 18 Grad. Die gekühlte Würze wird dann mit der Hefe vermischt. Dann beginnt eigentlich die Gärung. Die Gärung dauert hier circa 7 Tage. Nach 7 Tagen wird das Bier dann runtergekühlt auf 4 Grad, bleibt dann noch eine Woche liegen zum Reifen und eine Woche zum Lagern. So, das war der Schnelldurchlauf.